Das heißt, wir werden jetzt mit den kleineren anfangen. Das heißt, die Whippy ist ein kleiner Windhund, der zu den sogenannten nördlichen Windhundgruppen zählt. Er gilt als der kleine Aristokrat. Lauf Nummer 2. Die Whippets der nationalen Klasse ebenfalls gemischt. Unter Rot. Alpha aus Iman. Sir Henry. Unter Blau. Whipcat Flaming Star. Und unter Weiß. Joda Joy del Carfo. Hier ist Ende, ne? Ja, das ist aber ein komischer Schluss dann, ne? Ja, dann fahren. Ja. Dann muss die Hunde ja einfahren. Da kann es. Was aber nicht heißt, dass sie ein großartig anderes Gemüt hätten. In unserer Familie ist der Wuppet ein liebevoller Partner für Groß und Klein, der so in Beschlag nimmt, dass sein Besitzer auf die Couch ausweichen muss. Doch dies sei nur ein Augenzwinkern. Beziehungsweise ein Typ von Hunden gezüchtet, der als Vorfahr des afghanischen Windhundes gilt. Sein Weg in die westliche Welt war nicht ohne Schwierigkeiten. Und das im wahrsten Sinne des Wortes nicht alle. Denn eine ganze Reihe von Menschen haben ihre Fähigkeiten in die Dienste des Windhundes gestellt. Noch einmal die große Bitte an alle Fotografen und alle Zuschauer. Zum einen, die Fotografen mögen bitte ihren Blitz ausschalten, wenn ein Hund direkt auf sie zukommt. Und noch eine Sache, wenn die Hunde laufen, bitte nicht rufen, weil sie sind im Allgemeinen alle sehr gut erzogen und hören darauf, was. So, wir sehen jetzt die Schauläufe, das heißt, auf der Bahn befindet sich die Afghanen. Genauso viel Jagdspaß hat, genauso gerne. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten. Nach dem Salut sehen wir noch einen ab. Es hat, wenn sie aus Irland kommen, das heißt, dass sie nach hinten zum Hinterkopf fest am Kopf anliegen. Bei ihr sah das jetzt gerade so aus, als ob sie aufrecht stehen. Und sie sind spannend. Ganz ruhig, wenn sie vorbeikommen, stehen bleiben, zuhören. Es ist fast wie ein Pferd. Ja.
Schauläufe haben. So, da haben wir noch eine kleine Info. Vor der Siegerehrung machen wir noch eine Verlosung. Attraktive Preise, gestiftet von der Stadt Bad Homburg. Vor der Siegerehrung. Wo ist denn das da? Thank you.